Zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, oh Scheiße. Oh, das war. Ha! Schwein gehabt. Wir machen gerade eine Hauptquest. Oh, da hatten wir jetzt großes Glück, dass die Sequenz direkt angefangen hat. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadius sind tot. Es war Eudoros. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Unser Sohn ist gerecht. Meine Frau. Meine Frau. Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass er sich die anderen zwei Namen auch vom Arm geritzt hat. Fest abgeschlossen. Das ist nur der Anfang, haben wir gerade freigeschaltet. Stufe 20. Awesome. So. Ägypterin in New York. Leila Hassan wurde 1984 in Kairo geboren. Nein, sind wir jetzt wieder die andere? Die. Hey, ich hab mich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Serotonin und Oxytocin ganz besonders. Was ist denn da drin passiert? Aya ist hier. Wer ist Aya? Ayeks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sicker-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel. Ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe? Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Der Sicker-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Ich kann nicht mal. Ach doch, ich kann durch sie durchlaufen. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Hm? Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Bayeks Mumie. Das ist eine richtige? Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Wir sind mit der Elektronik ins Wasser gesprungen, aber sie funktioniert immer noch einwandfrei. Ich kann fast das Blut schmecken. Okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Tja, ich hab nicht vor, hier unten zu versauern. Aha, okay. Ja. Naja. Was hast du jetzt wieder vor? Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Okay. Also ein kleiner Assassinen-Nachfahre hier. Verstehe. Nachfahre und besessene Archäologin. Uiuiui. Ich vermute einfach mal, dass wir jetzt hier hoch müssen. Also dafür, dass ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber... Ach, jetzt sind wir wo Aya, oder was? Je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich mach das auf meine Art. Okay. Oh. Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Okay. Layla, du solltest noch etwas wissen.
Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja, ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Ja, wir möchten zurück in den Animus. Vielleicht sind wir jetzt Aya. Das wäre ja auch mal ganz erfreulich, aber eigentlich würde ich lieber weiter Bayek spielen. Immerhin habe ich den ja gerade hochgelevelt. Ladebalken. Lalala. Ich sag's doch, der Animus hat Ayas DNA noch nicht verarbeitet. Gut, gut. Oh, okay. Wir sind doch noch nicht Aya. Da bin ich ja gespannt, was uns jetzt erwartet. Was ist denn? Die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra, aber trifft zuerst seinen Kontakt beim Hippodrom. Hey! Was haben wir denn da? Ich sage Phanos, dass Gennadios tot ist und treffe dich später. Schön mit Spitze an unserem Handtüchlein. Genieß das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. Check, check. So. Wir sind jetzt Stufe 20. Vielleicht machen wir jetzt erstmal ein paar Nebenquests. Und zwar fangen wir mit denen an, die nicht ganz so weit weg sind. Gehen wir mal den. Jetzt haben wir den hier noch für Fähigkeiten, die wir freischalten könnten. Brandbombe. Bewesungspfeil. Das? Heilsam. Rüstleistungskombo. Rüstleistungskettenwurf. Naja, wir sparen mal auf Adrenalin 2. Wobei ich ja immer noch die Giftpfeile will. Aber ich glaube, wenn wir hier die Bomben. Wissungsgift. Wir sammeln einfach mal noch ein bisschen. So, 200 Meter. Da. Okay. Wahrscheinlich könnten wir jetzt fast sogar die... diese Waffenkammer da ausheben. Aber die sind immer noch zwei Level über uns. Bist gefangen.
Okay. Hierher, Pferdchen, hierher. Ich habe noch den richtigen Bogen ausgerüstet. Den nehmen wir. Geht den Weg frei! Was bist du denn für einer? Wo geht los? Wer da? Noch ein Speichellecker des Eodorus, der mich verspotten will? Lass mich mit meinem Schmerz allein. Ich bin ein Freund von Phanos, ein Beschützer. Schlag den da nochmal! Er verdient es! Hol sie dir! Den da ist nichts! Ich dachte, der Bogen hat auch so einen schweren Angriff. Aber der Bogen hat keinen schweren Angriff. Ja, da stinkt wie die Pest. Pass auf! Achso, na, was ist denn jetzt hier mit dir? Kannst du nicht aufstehen, oder was? Du hast mehr Courage als Achilles persönlich. Du rettest mich vor meinen täglichen Abreibungen. Wir sollten schnell weg. Die Flaccos haben mir die Hüfte gebrochen. Sei vorsichtig, ich bitte dich. Deine Frau sagte... Bitte, wir müssen aus der Stadt verschwinden. Wir müssen fliehen. Die verdammten Wachen werden mich finden. Ägypten ist kein Ort für einen Philosophen. Bewegung, los! Zeig dich! Na los, trau dich! Sie haben mir die Hüfte gebrochen, aber auf einem Pferd setzen kann ich trotzdem. Weg! Weg! Aus dem Weg! Aristo, hier drüben! Das Boot ist bereit! Wir stechen in See, sobald du an Bord bist! Meine Frau! Den Göttern sei Dank! Wir sind da! Mein Geheilt! Ich bin so dankbar, dass du frei bist! Ihr müsst gehen. Die Philaketei werden sicher nach euch suchen. Ja, wir fliehen. Wir fahren mit dem Schiff nach Kreta. Wir haben schon lange geplant, dahin zu ziehen. Vielleicht erwartet uns dort ein besseres Leben. Mögen die Götter eure Überfahrt begleiten. Viel Erfolg. Pflicht und Ehre gegenüber habe ich gemischte Gefühle. Aber du erfüllst diese Begriffe mit Leben. Wenn alle Männer in Ägypten wären wie du, wir würden leben wie die Götter. So. Aha. Was haben wir denn hier noch? Nehmen wir mal das noch. Finde und rette die Schauspieler. Stufe 20, der bringt uns tatsächlich auch direkt ein paar mehr EP. Wow. Her! Amaxa, ein lovely Sky, Amelisum! Räumt die Straße, ihr Narren! Hier steht alle ganz schön im Weg. Aus dem Weg! Hey, was bist du denn für einer? Na, guck, hier liegen noch unsere Leichen vom letzten Mal. Ah, die sind da hinten. Ja, ja. Yeah.
die mache ich mir ja nicht so große Sorgen. Na gut, dann gehen wir hier mal Leute befreien. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Lucky-Teil sind. Nicht. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Die Götter mögen dich segnen. Mist! Zähl, altes Biest! Ärger hier! Was? An die Waffen! Es gibt Ärger! Stirb, du! Das ist so ein krasser Beutel. Ich hab's gemerkt, dass es unser war, aber... Danke. Die Götter segnen dich. Ich muss hier raus! Oh, immer wenn ich die abschließen will, bewegen sie sich. Mist! Zähl, altes Biest! Ach, hier liegen die Leichen. Hey, was? Ich könnte was zu essen vertragen. Du wirst ewig in meinen Gedichten leben. Bring mich nur hier raus. Hey! Ja, also das mit dieser versteckten Klinge ist wirklich ziemlich cool. Du wirst ewig in meinen Gedichten leben. Bring mich nur hier raus. Ja, ja, du bist zu gütig. Oh, vielen Dank. Stark. Hau weg hier. Ich will da drüben nur noch die anderen zwei. Die anderen zwei Rebellen holen, denn. Ach, zu stark, der Bastard. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Hm? Ptolemäisches Schwein. Mich. Hey, zu mir, Brüder!
Wir sind im Vorteil. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Gemeinsam. Scheiße, ist der irre? Ja, ich helfe ja schon den Rebellen. Ich hab das Ziel in Sicht. Dafür lass ich dich leiden. Nicht. Theo. Ich muss hier raus. Wer? Helf mir mal hier drüben! Ruf die Truppen! Durch diesen anderen Typ wiederholen. Erstmal das Pferd. Einem Darsteller nicht mal ins Gesicht schauen. Mist. Psst. Ah, das erinnert mich an meine Jugendzeit. Bei meiner ersten Aufführung war ich ein vortrefflicher Sack Getreide. Ich bitte dich, sei still. Echt mal, sei still. Nein, lass mich nicht zurück. Ich muss von hier verschwinden. Ja, ich wollte auch noch ein Pferd rufen. Schneller, großer Mann. Wir müssen eine Revolution beflügeln. Nein, lass mich nicht zurück. Ich muss von hier verschwinden. Ja, ja. Nein, lass mich nicht zurück. Ich muss von hier verschwinden. Ja. Wir sind doch schon dabei. Wow. Vielen Dank. Es gibt noch zwei von uns. Sie sind geflohen. Gennadios Philakitai wollen sie töten. Sie sind mitsamt dem Stück auf dem Weg zum Palast. Gerät es in falsche Hände, ist Phanus in großer Gefahr. Wo sind die Darsteller? In ihrem Haus, nicht weit von hier. Sorge dich nicht um mich. Ich finde selbst zurück zum Theater. Auf einmal kann ich auch wieder laufen. Mal hier. Von allen guten Geistern verlassen. Okay, nein, die wollen mich nicht hauen. Keine mal Glück gehabt. Morir,
Wir retten jetzt hier noch die zwei Schauspieler. Und dann. Wir gehen, junger Poet. Genau, wir gehen. Warte. Sollten hier nicht zwei von euch sein? Kapaneos? Er ist geflohen und führte versehentlich die Wachen zu mir. Sie jagen mich wie einen Hund. Wenn du dich um sie kümmerst, kann ich zu Phanos zurückkehren. Und unser Meisterstück lebt fort. Sei ruhig. Dann sind wir schnell hier raus. Natürlich. Wir sind gar keine Wachen. Mund halten. Da ist jemand. Hey, was? Alter. Weißt du, du entsprichst genau Phanos Typ. Ich weiß nicht, wovon du da redest. Du bist der perfekte grübelnde Held. Welch großartige Geschichte, bis die Götter ihn eines Tages für seine Kühnheit bestrafen. Das hilft nicht weiter. Welch Tragödie es doch wäre. Nicht weiter. Ein jeder wäre zu Tränen gerührt. Total. Phanos erwartet dich. Niemand hält uns mehr davon ab, dieses Regime bloßzustellen. Vielen Dank, Freund. Ich bin sicher, dass Kapaneos bald zu uns stößt. Wie jedes Mal. Wenn die Gefahr vorüber ist, versteht sie. Hör auf zu labern, ich will den anderen holen. Ich kehre zu vorne, nicht zurück. Ist es schon. Lauf, Pferdchen, lauf! Da steht immer noch da unten an diesem Theater, nehme ich an. Ich glaube, hinter beiden. Ja, kann ich. Cool. Unser Werk ist vollbracht. Du hast es geschafft, Bayek. Danke. Ich hab nie gezweifelt. Aya ist eine glückliche Frau. Aya hält sehr viel von deinen Stücken. Sie mochte mein Pro-Kleopatra-Stück. Meine Pharaonin. Nun können wir das Stück aufführen wie wahre Poeten. Vielleicht erschlagen uns die Wachen, aber ein Künstler muss seine Vision umsetzen. Irgendwann schreibe ich auch was über dich. Der letzte Magi. Nein. Keine Sorge, wir ändern den Namen des Schurken Ptolemäus und den Titel. Wir sterben nicht und das Stück wird weitergehen. So, wa? Cool. Es ist unser freier Wille, die Plejade und damit auch unsere Stadt zu beschützen. Okay, meine Lieben. An dieser Stelle war es das wieder für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann klickt unten den Like-Button. Es wäre toll, wenn ihr vielleicht meinen Channel abonnieren würdet und natürlich ein kleines Kommentar hinterlassen könntet, indem ihr mir kurz sagt, wie ihr die Folge fandet oder was man vielleicht noch hätte anders machen können. Und falls ihr dann noch Zeit habt, schaut doch bei meinen Social-Media-Profilen vorbei. Die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung und ich hoffe, bei der nächsten Folge seid ihr wieder dabei. Bis dahin!